Was ist denn hier mit den Pferden los? Sind die etwa krank? Keine Panik, das soll so sein. Und das ist Ergebnis jahrelangen Trainings. Wir sind im Westerwald bei Susanne und Soltsera. Sie trainieren Filmpferde und arbeiten als Horsemaster an Filmsets. Wir stehen im Prinzip zwischen Regie und dem Pferdeteam. Es gibt Pferde, die arbeiten tatsächlich super gerne in Film, in Shows. Also die haben wirklich ihre Aufgabe. Das unterschätzt man manchmal. Ne? Das ist Chernuto, was übersetzt der kleine Mond bedeutet. Er hat schon in vielen Filmen mitgespielt. Aber haben Pferde eigentlich auch Lampenfieber? Er ist jetzt auch ganz aufgeregt trotzdem. Aber kannst du das immer wieder Ruhe reinbringen? Susanne Serra erklärt, wie man Pferden diesen kleinen Trick in wenigen Schritten beibringt. Man muss an einer bestimmten Stelle stehen. Die Körpersprache macht viel aus. Den Punkt, den ich hier antippe, dann hebt ihr das Bein hoch. Benutze hier die Hand dazu und tu mit meinem Fuß das Bein hier rüber. So, dann lobe ich in dem Moment ganz, ganz doll. Und jetzt achte ich darauf, dass das Bein auch wieder genau so zurückgeführt wird. Das ist total unterschiedlich, wie lange die brauchen, weil es gibt einfach Pferde, die lernen das schnell. Und das muss man halt akzeptieren. Man darf da keinen falschen Ehrgeiz an den Tag legen. Das ist Samir, der alte Hase in der Filmpferde-Crew. Er zeigt den Trick in Perfektion und hat seine eigene Geschichte. Also wird jetzt so 16, 17 sein, ne? Und hat schon einige Filme gemacht. Wir hatten ihn gerade mal eine Woche. Und wir hatten dann diesen Showauftritt in Hamburg und haben ihn mitgenommen. Und Dolly hat sich direkt draufgesetzt. Der wusste eigentlich gar nicht, was passiert. Und das Pferd und er, die haben so harmoniert, er hat so mitgemacht, dass sie in dem Moment ein Herz und eine Seele waren. Wenn man ihn anguckt, das ist ein rumänischer Traber, der ist ja jetzt nicht wirklich die Schönheit, was seinen Körperbau angeht. Und hätten wir ihn in der Box gesehen, hätten wir ihn wahrscheinlich nie gekauft. Aber er hat mit seinem Wesen und seiner Art, hat er sich so ins Herz eingeschlichen. Und die zwei sind aber... Das ist so ein Dreamteam, die beiden. Ich reite dieses Pferd eigentlich kaum, weil die passen so gut zusammen. Doch heute macht Susanne Serra eine Ausnahme und zeigt, wie gut die Kommandos sitzen müssen. Die sind alles. Auch für das Rückwärtsgehen gibt es ein ungewöhnliches Signal. Das heißt im Film, das Pferd geht rückwärts. Ja, weil's, und dann kann ich aber von hinten das einwirken. Und im Film sieht es aber so aus, als würde es alleine rückwärts gehen. Nun ist Nachwuchsstar El Guido an der Reihe. Der Goldene, wie Susanne Serra ihn nennt, kann schon auf Kommando gähnen. Das funktioniert so. Also ich setze den Punkt im Prinzip. Ich muss eine Körperposition, wo ich stehe, ja, oder wo ich mit meinem Finger dran bin. Hier ist der Punkt zum Gähnen. Gell? Hier, genau. Klingt logisch, aber wie bringt man einem Pferd so etwas bei? Das ist wieder ganz anders rausgeholt. Der hat das teilweise wie ein Aggressionsverhalten da. Ist der, fing der manchmal ganz leicht an, in der Box zu machen. Dann habe ich das versucht, so in das Positive zu lenken. Und jetzt macht er das als Begrüßung. Ja, und so begrüßt du mich jeden Morgen. Prima. Auf einen Trick ist die Pferdetrainerin besonders stolz. El Guido kann auf Kommando wiehern. Neben dem Job als Pferdetrainer sind Susanne und Soltsera auch Horsemaster. Sie kümmern sich während der Dreharbeiten um die vierbeinigen Schauspieler. Dabei sind einige Punkte besonders wichtig. Mit Wasser, erster Punkt, ja. Dass da ist Schatten, dass die Pferde gut stehen, dass auch Pausen eingeteilt werden. Heunetz muss voll sein, ja, wenn keine Wiese da ist oder was zum Abstecken. Weil es ist ganz wichtig, dass die Pferde auch Spaß bei der Arbeit behalten. Das Pferd muss es gerne mögen, dass es unterwegs ist. Es muss keinen Stress durch das Reisen, die Ortsveränderung haben. Es muss im Prinzip auch den Spaß an der Herausforderung haben. Auch wenn El Guido Flausen im Kopf hat, wir werden ihn bestimmt irgendwann über die Kinoleinwand galoppieren sehen.